In der Zeit, wo es auf den Advent zugeht, ist klar, überall sind unsere wundervollen Weihnachtsmärkte am Sprießen. In jedem Dorf werden die ganz tollen Sachen, die gebastelt worden sind in der Region, alles, was hergestellt worden ist, dargeboten. Und wir haben jetzt stellvertretend für alle die Weihnachtsmärkte, die wunderschönen, einen ganz speziellen genommen sind, im Walzweg in Münchenstein. Und da ist auf dem ganzen Areal so viel los. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal schnell eine kurze Tranche durch und gehen mal an eins der wohl sinnigsten Weihnachtsthemen zum Anfang. So, eins der naheliegendsten Themen natürlich ist eine Krippe zur Weihnacht. Und was vielleicht immer noch nicht alle wissen, wir haben wirklich noch einen von diesen Meistern hier, der dem Amt feig ist. Es ist der Toni. Toni, sag mal, seit wie vielen Jahren beschäftigst du dich jetzt schon mit diesem Metier? Ich nehme an, du kommst ja eigentlich vom Drechseln. Das ist jetzt seit dem 2001 haben wir die Krippenwerkstatt hier, wo wir Krippen bauen. Wo ich Krippen baue und wo wir auch noch Kurs geben. Habe ich jetzt gerade darauf eingehen, das mag ich mich noch erinnern, wir haben uns ja schon mal angetroffen. Die Kurs, ich nehme an, das ist immer noch ein Rennen, das läuft. Das läuft, ja. Es kommen also immer wieder Leute, die selber eine Krippe bauen. Dann hast du dann einfach die eigene Krippe unter Anleitung von mir. Und ich habe Leute, die kommen schon jahrelang, ich weiss gar nicht, wo die Krippen alle aufstellen. Es geht auch noch darum, ein bisschen ums zusammen miteinander zusammen sein, zusammen arbeiten, das ist immer der blaue Strahl. Toni, was heisst, man hat denn seine eigene Krippe? Gibt es da Regeln, wo du sagst, Moment jetzt, weil du gibst ja ein bisschen Anleitung, oder ist da jedem seine Fantasie dann wieder freigegeben? Oder sprengt das denn sogar das Bild von der Krippe? Es ist jedem freigegeben, was er will machen. Ich schaue natürlich auch ein bisschen auf Proportionen, dass das je nachdem, weil je nach Figurengröße muss man eine Krippe anders bauen, breiter, höher oder so. Es gibt ja verschiedene Stile. Und ja gut, also aus dem Rahmen raus ist noch keiner geflogen. Wann fängt man denn an mit dieser Arbeit? Weil jetzt steht die Weihnacht vor der Tür. Jetzt ist es meiner Meinung nach definitiv zu spät, weil hier alle Figuren zu machen. Krippenbauer ist man das ganze Jahr, heisst es, oder? Es fängt also, wir fangen im Frühling an. So nach der Basler Fasnacht fangen wir schon an, weil da kommen die Leute kommen einmal in der Woche für 5 Stunden, entweder am Morgen oder zu oben und dann alle Wochen so. Und je nach Größe, wo eine Krippe baut, ist er halt dann ziemlich 50, 60, 70 bis 100 Stunden dran. Kommt immer darauf an, wie gross das Krippe gebaut wird und wie aufwendig. Man kann da extrem ins Detail gehen. Und dann braucht man auch Zeit und wir bauen das auch richtig bauen für die nächste Generation. Also nicht nur hier 4 Brettchen mit Holz oder mit Heißleim, sondern wirklich noch mit Schrauben, mit Nägeln, mit Leim und richtig, dass es hält. Jetzt hast du mich gerade weiter in das Thema reingeführt. Was für handwerkliche Fähigkeiten muss man denn mitbringen, dass man mit diesen Materialien überhaupt umgehen kann? Muss man mal vielleicht mal ein Modellschiff gebaut haben, dass man eine Grundfähigkeit hat? Eigentlich nicht. Also ich habe durch die Bandtouren jüngere Leute, ältere Leute, Frauen, die eigentlich noch nie so etwas gemacht haben. Und es ist bei allen noch gut rausgekommen. Ich bin auch da, kann helfen, oder? Und ich sehe dann schon, wenn jemand gerade total etwas falsch im Finger nimmt, dann hilfe ich und dann kommt das gut raus. Also okay, sofort wieder anmelden jetzt dafür am Frühling, sonst sind die Kurse wieder belegt. Und ja, schaut die Krippen ein bisschen an Weihnachten und vielleicht seht ihr sogar ein Stück hier aus der Region selber gemacht.